Hallo Freunde, ich hoffe, die Kameraperspektive passt so. Ein kleines Spätvideo zu ganz später Stunde. Was hinten im Hintergrund so raschelt, das ist die Katze, die jetzt dringend mit Wasser abgekühlt wird. Nein, die kriegt es immer mit ein bisschen mit der Spritzpistole erschreckt, dann spielt sie wie verrückt und hopst die Wände hoch. Na egal. So Freunde, das grüne Deckchen ist ausgerollt. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Ein neues Päckchen ist eingetroffen. Also, wir haben kurz entschlossen, reichlich investiert und uns bei Amazon durchweg gekauft, sage ich mal so schön. Ja, ich habe ein paar tolle Messer entdeckt. Ich gebe zu, diese Messer habe ich auf anderen YouTube-Kanälen entdeckt und habe beschlossen, dass ich die gerne auch haben möchte. Deswegen zeige ich es euch nochmal. Ja, mal schnell auffetzen. Das ist das Paket. Jo. Und dann bekommt man so ein kleines Päckchen zugesendet. Zu diesem Messer erzähle ich dann gleich noch mal was. Schnell mal öffnen mit einem schönen alten Messer. Hier habe ich übrigens die lächerliche Beschriftung entfernt, wo drauf stand, was für sich irgendwas nicht. Was stand oben? Rostfrei oder irgendwie so. Das habe ich runterpoliert, das sah nicht schön aus, das war so ein großer schwarzer Schriftzug, habe ich euch nicht gezeigt, aber wie man Beschriftung entfernt, wisst ihr glaube ich auch selber. So, wir fetzen mal hier auf. Gucken wir mal, hier. So, eigentlich wollte ich das zusammen mit dem Kameramann machen, aber ich kann mich einfach nicht beherrschen. Ich muss dieses Paket heute noch auspacken. Ja, das ist so, wenn ein Paket da ist, dann will man es auch öffnen. Keine Ahnung. Also ich kann mich da immer nicht bezähmen und lege das dann ungern auf Lager. So, aber es kommen noch mehr Pakete. Die werden wir dann wie früher zu zweit reviewen. Es ist einfach schöner, wenn jemand durch die Kamera schaut und kontrolliert, ob alles im Bild ist. Und das macht auch mehr Spaß. So, kleiner formloser Karton. Wir öffnen das Ganze. Genau. Und wie ihr schon seht, ist das dieses Smith & Wesson. Schöner Karton. Ja, Warning. Oh. Warning reichlich, Smith & Wesson Lizenz. Öffnen wir einfach mal. Ich habe solch ein Smith & Wesson Messer schon mal gekauft, vor vielen Jahren. Und damals sah die Verpackung nicht so schön bunt aus. Professional Quality Tools. Mensch. Schauen wir mal. Genau. Aha. Das ist jetzt sehr hochwertig, muss ich so sagen. Ich bin überrascht. Es ist wirklich ein schönes CK6AEU Stahl, steht drauf. Also ich bin jetzt doch von der Qualität sehr überrascht. Freudig überrascht, gebe ich jetzt zu. Weil ich habe von dieser Machart schon mal ein Smith & Wesson gekauft. Extrem Ops, genau. Und das war aber ein chinesisches. Da war ich furchtbar enttäuscht. Und da fühlte sich der Griff auch nicht so wertig an. Die Riffelung ist sehr schön. Was im Hintergrund kratzt, ist die Katze. Die klettert die Wand hoch. Hier auf dem Gürtelclip. Ebenfalls Smith & Wesson Logo drauf. Könnt ihr sehen? Ich hoffe es. Also der fässt sich wirklich sehr wertig an. Die Rifflung ist schön. Ja, was ganz Feines. Das soll ein Top-Stahl sein. Grüße gehen raus an Arthur Brehm. Der hat das Messer schon mal reviewt. Und der hat auch dieses Holster dazu propagiert. Dazu auch hier die Beschreibung. Wenn Sie Kunden zählen. Ah, so würde ich das jetzt übersetzen. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Mein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Operating Instructions. Mensch. Also, genau. Hier wird mal alles schön beschrieben. Und hier dieses Holster. Genau. Das hat mir von der Machart gefallen. Gebe ich ehrlich zu. Aber ich habe auch Negatives darüber gehört. Also, es trägt wohl ziemlich dick auf.
Ja, das gebe ich zu. Man kann es sehr stabil am Gürtel befestigen. Sehe ich auch gerade. Mittels Stellschrauben öffnen. Aha. Okay. CAKT. Davon habe ich eben auch einige Messer schon. Von dieser Firma. Mensch, ich muss mir das erstmal zu Gemüte führen. Das Ding ist drehbar. Aha, es schnippst doch immer wieder zurück. Ah, ich denke mal, hier öffnet es. Wir gucken uns das mal an. Also, da ja das eigentlich ein sogenanntes Zweihandmesser ist, was ihr in der Öffentlichkeit führen dürft, ich würde es nicht mehr drauf anlegen. Ihr seid immer der Verlierer bei der Polizei. Unter Umständen wird es trotzdem beschlagnahmt. Und da das Öffnen, wie gesagt, zu lange dauern täte und ihr zwei Hände braucht, gibt es eben dieses Hölster, wo man das Messer im offenen Zustand führen könnte. Okay. Genau, es ist nicht richtig geschlossen. Ist aber schön. Alles schön auf Englisch. Toll. Es soll wohl hier oben eingeklemmt werden. Aha. Damit muss ich mich erstmal genauer beschäftigen, Freunde. Aha. Das werde ich erstmal austesten, wie das richtig zusammengehört, und dann geht das Video weiter. Jo, Freunde, wieder zurück. Ich musste noch etwas suchen, dazu kommen wir gleich. Dieses nämlich. Ich wusste, dass ich es irgendwo habe. Erstmal zu dem Messer. Ihr könnt das Dingens hier hinten am Gürtel befestigen. Hier kommt noch eine Sicherungsschraube durch, damit man es ja nicht vom Gürtel verlieren kann. Oder man steckt es einfach bloß drüber. Das hier ist beweglich gelagert. Sieht man das? Na, ihr seht, wie es hier wippt, ne? Also, Funktionsweise ist irgendwie so. Ihr könnt jetzt hier dran ziehen, hier ziehen, oh, mit ein bisschen Kraft, und das Messer ist offen. Das ist der Sinn vom Ganzen. Weil ihr müsst nicht mit zwei Händen der Dingens öffnen. Ja, und dadurch habt ihr das legal griffbereit mit einer Hand, obwohl es ein Zweihandmesser ist. Deswegen Zweihandmesser, hier oben die Nagelrille. Genau. Ich finde das schon mal ganz praktisch. Privat zu Hause werde ich es nutzen. Aber ich renne nicht damit rum. Das ist mir heutzutage zu heikel. Man kann es auf allen möglichen Varianten montieren am Gürtel. Das ist drehbar. Kann andersrum gedreht werden. Über Kopf, keine Ahnung. Steht alles hier drin. Reichhaltige Beschriftung und wie man es benutzt, wie man es nicht benutzt. Könnt ihr euch selber studieren, ist alles übrigens auf Englisch. Jo. So viel erstmal dazu. Zweitens, ich habe dieses Smith & Wesson Messer deswegen gekauft, weil ich besitze so eins schon. Ich musste jetzt eben bloß ewig in meinem Fundus suchen. Es lag wieder mal ganz unten und dann wieder mal da. Ach, in einer Ecke der großen Waffenkiste, wo man es nicht vermutet hat. Jetzt habe ich alles auseinandergewühlt. Freunde, erstmal einen kleinen Schluck. Es ist ja weit nach 24 Uhr, deswegen zeige ich mal das Fläschchen. Und schon werde ich niemals nicht Werbeeinnahmen für dieses Video bekommen. Prost. Prost, YouTube, ja. Ja. Gut. Gönnt euch, Freunde, kann ich nur empfehlen. Weiter im Text. Und zwar hier ist es. Das ist über 20 Jahre alt. Behaupte ich jetzt mal so. Weil die meisten Messer stammen aus dem Zeitraum. Fässt sich fast ebenso wertig an. Wir werden jetzt mal vergleichen. Bloß, das ist jetzt die Variante, die diesem Paragraphen 42a konform ist. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube ja. Und das ist eben noch die alte Ausführung. Hier oben mit dem Pin. No? Kein Nagelhieb. Deswegen Einhandmesser, weil, ne, ihr wisst Bescheid, mit einer Hand zu öffnen. So.
Und da Arthur Brehm das so gelobt hat, im Zusammenhang mit diesem Set, Grüße gehen nochmal raus, wollte ich das auch haben. Ne, weil ich schon damals die alte Ausführung hatte. Hier seht es mal beides. No. Da liegen 20 Jahre dazwischen. No. Und deswegen habe ich dazu gegriffen. Wobei mir hier die Farbgebung besser gefällt. Die ist etwas dunkler. Mehr so Richtung Stahl. Keine Ahnung. Das Firmenlogo Extrem Ops. Ihr seht es selber. Fast genauso. Nur ungeputzt die Klinge. Hier oben habt ihr noch eine Riffelung drin. Ja. Fehlt hier natürlich. Ist mehr so Richtung Taschenmesser. Ey, das ist wirklich sehr ausbalanciert, sage ich jetzt mal. Also, die sind beide gut. Also, ich mag's. Negativpunkt damals war nur gewesen, hier unten drunter, China. Und hier ist auch ein anderer Stahl verbaut. CK105H. China. Und China hat mich eben angenervt. No, Dusselclip durchbrochen. Die gefallen mir trotzdem beide. Nur kleiner Negativkritikpunkt, will ich gar nicht vorenthalten. Werdet ihr jetzt bloß nicht sehen. Na, wo ist die Lampe? Lampe ist wieder mal nicht griffbereit. Hier oben hängt eine. Okay. Ich kann jetzt reinleuchten, ihr seht es trotzdem nicht. Hier hinten ist eine Unsauberkeit innen drinne. Oh, das werdet ihr nicht sehen, wenn ich hier reinleuchte. Hinten am Ende, in dem Bereich, wenn er reinschaut. Das werdet ihr nicht sehen. Nee. Ja doch, vielleicht doch. Da hinten ist ein, wie will man das nennen? Ein Lunker? Eine Fehlstelle? Keine Ahnung. Ist es jedenfalls nicht von innen poliert, sagen wir es mal so. Aber Freunde, es gefällt mir trotzdem. Es fässt sich sehr, sehr wertig an. Oh, liegt gut in der Hand, sehr leicht. Das ist ein bisschen schwerer. Und es ist sehr schmal. Oh, und hier ist eben auch nochmal das Logo auf dem Clip. Und deswegen, weiß ich nicht, mir gefällt die ganze Machart. Mir gefällt's. Freunde, feine Sache. Es folgt natürlich der obligatorische Schnitttest, der nicht vorbereitet ist. Aha. Wir nehmen einfach mal irgendein Blatt Papier und ziehen es mal kurz durch. Was soll's? Oh, ui, 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 ui. Habt ihr das gesehen? Euch Freunde, guckt euch das mal an. Guckt euch mal die kleinen Schnipsel an, die ich da abbekomme. Das ist ja, damit kann man ja schnitzen im Papier, Freunde. Okay, das war genauso. Aber das ist, wie gesagt, schon benutzt worden. Ihr seht die ranzige Klinge. Glaubt mir einfach, Freunde, es ist scharf. Freut mir sehr, freut mich sehr. So. Nachtrag nochmal dazu, wenn ihr bei Norma so ein Billigmesser kauft, da sind immer wunderbare Taschen dabei. Jetzt diesen Montag am 12. sind bei Norma sehr schöne Messer bei uns im Angebot in Cottbus. Ich muss unbedingt hin, mindestens zwei kaufen. Ich hoffe, der Kameramann gönnt sich auch. Kommen wir zum Abschluss, Freunde. Messerhobby ist was Feines, es macht Spaß. Das Sammeln zumindestens. Die Staatsmacht wird euch mit Argusaugen beobachten. Naja. Aber eben, Messer sind eine feine Sache. Und besonders dieses hier. Wie gönnt euch, Freunde. Wie gesagt, rein rechtlich gesehen dürft ihr das mit euch rumtragen. Dieses nicht. No? Wegen, tja, den Daumenpin. Es ist irgendwie so sinnlos. Ob ich das Messer nur mit einer Hand oder mit zwei Händen aufmache, wenn ich es im Bauch habe, sterbe ich trotzdem. Ach, ich weiß nicht. Feine Sache. Ein sehr schönes Messer. Gut, das so viel dazu. Wie gesagt, mit diesem interessanten Tragesystem. No? Ich glaube, wir machen noch mal ein Video dazu, wie man das am Gürtel befestigt, wie man es trägt.
Und durch diese Seitwärtsbewegung rastet es ein und ihr zieht es raus. Also lässt sich jetzt schlecht vorführen. Es muss mal im Gürtel positioniert werden und dann gefilmt werden. Das machen wir mit dem Kameramann gemeinsam. Ja, das ist mal eine coole Idee, wie man es dann trotzdem mit einer Hand öffnen kann. Aber wie gesagt, ich möchte es ja nicht draußen herumtragen. Okay, Freunde. Interessante Idee. CAKT, interessante Firma. Messer weiß ich nicht. Da steht der Hersteller nicht drauf. Nein. Wie gesagt, das andere Messer. China. Aber Mensch, jetzt habe ich es einmal da. Damals war die Enttäuschung groß, aber heutzutage auch die Chinesen stellen sehr schöne Sachen her. Tschüss, Freunde. Tschüss, es war spät, deswegen etwas leiser heute und freut euch eures Hobbys, solange wie es noch erlaubt ist.